Willkommen zurück bei Overwatch. Mein Name ist Bronzebeard und wir gucken uns heute einmal ein paar Tipps an, die den Helden McCree betreffen. Wir haben ja schon innerhalb unseres First Look Videos gesehen, dass McCree ein offensiver Angreifer ist. Das heißt, er hat zwar sehr, sehr wenig Lebenspunkte, aber dafür kann er ordentlich austeilen und das ist, was wir ebenfalls brauchen in so einer Partie Overwatch. Kommen wir doch einmal ganz kurz zu den grundlegenden Fähigkeiten. Wir haben zum einen E, was eine Blendgranate ist und den Gegner für ein paar Millisekunden stunt. Auf der Taste L könnt ihr nicht, wie bei Soldier 71 zum Beispiel, sprinten, sondern einen kleinen Hecht zur Seite nach vorne oder nach hinten machen. Dann haben wir noch die Angriffsfähigkeiten. Zum einen haben wir auf der linken Maustaste einen Einzelschuss mit der fetten Magnum, die einiges hermacht, wenn ihr mich fragt. Und auf der rechten Maustaste haben wir einen Sechsfachschuss, der ordentlich austeilt. Und das in einer sehr, sehr hohen Angriffsgeschwindigkeit, was euren Feinden wiederum ein Dornenauge werden könnte, die wir gleich noch sehen werden. Wenn ihr McCree spielt, dann solltet ihr auf jeden Fall mit ordentlich Bedacht an die Sache gehen, denn McCree hat nicht sehr viel Lebenspunkte, deswegen solltet ihr immer gucken, dass ihr eine geeignete Position habt, um anzugreifen. Versucht es doch einmal hinter eurem Tank, sucht den Schutz hinter Reinhard auf und schießt durch den Schild hindurch. Selbstredend solltet ihr dabei alle Richtungen im Auge behalten, nicht dass ein offensiver Angreifer von der Seite oder gar von hinten kommt. McCree macht mit seiner Magnum sehr, sehr viel Schaden. Das heißt, ihr könnt quasi durch den Schild hindurch schießen und langsam aber sicher eure Gegner down kriegen oder im Nahkampf agieren. Denn im Nahkampf könnt ihr mit der rechten Maustaste alle 6 Patronen auf einmal abfeuern, was euren Gegnern ordentlich Schaden zubereitet. Falls ihr es also mit einem Tank wie Roadhog oder Reiner zu tun bekommt, dann versucht einfach so nah wie möglich an den Tank heranzukommen und die rechte Maustaste zu pressen, bis euch der Finger glüht. Ein kleiner Tipp von mir, verbindet dies immer mit einer Blendgranate. Wenn ihr beispielsweise einen offensiven Angreifer vor euch habt oder einen Healer, der nicht unbedingt so viel HP hat, dann wird zumeist ein volles Magazin ausreichen, denn nach ein paar Kugeln in den Körper ist der Healer oder der offensive Damage Dealer down. In der Praxis läuft das dann so ab, dass ihr mit E die Blendgranate abfeuert und mit der rechten Maustaste das volle Magazin in den Gegner hineinpumpt. Healer oder offensive Damage Dealer werden dem nur kaum standhalten können. Movement ist selbstverständlich auch von sehr hoher Bedeutung. Da McCree nicht sehr viel Lebenspunkte hat, müsst ihr immer schauen, dass sie ihn nicht unnötig in Gefahr bringt. Versteckt euch beispielsweise hinter einer Wand und wartet, bis der Gegner kommt. Ihr werdet den Gegner schon an den sehr, sehr lauten Schritten ausmachen, denn die Schritte der Gegner sind lauter als die eurer Teammates. Falls es zu einer direkten Konfrontation kommt, dann haut alles raus, was ihr könnt. McCree kann auch aus der Ferne sehr viel Schaden verursachen, allerdings benötigt ihr hier ein hohes Maß an Aiming. Falls ihr dies nicht besitzt, dann versucht lieber etwas näher an die Gegner heranzukommen und sie beispielsweise von der Seite oder aus dem Hinterhalt zu attackieren. Mit der entsprechenden Blendgranate macht das schon ordentlich was her und der Gegner fühlt sich in der einen oder anderen Situation sicher überrumpelt. Kommen wir zu McCrees ultimativer Fähigkeit. Bereits in meinem Guide für Einsteiger und Anfänger hatte ich erwähnt, dass ihr mit McCree äußerste Vorsicht walten lassen müsst. Denn wenn ihr eure ultimative Fähigkeit aktiviert, benötigt McCree einiges an Sekundenzeit, um zu kanalisieren. Das heißt, sobald ihr eure ultimative Fähigkeit aktiviert habt, nimmt McCree seine Feinde aufs Korn. Dies benötigt einige Sekunden Zeit. Doch falls er es schafft, die Feinde voll ins Visier zu nehmen, werden sie instant down gehen. Doch dies dauert meistens länger, umso mehr Lebenspunkte der Feind besitzt. Selbstverständlich ist eure Position hier auch essentiell, denn ihr dürft nicht einfach in der Vorderfront stehen und darauf warten, bis der Gegner anvisiert ist. Sucht euch lieber ein stilles Örtchen, ein kleines Plätzchen, wo ihr aus der Ruhe heraus die Gegner anvisieren könnt und vorzugsweise mehrere Gegner auf einen Schlag ausradieren könnt. McCree kann zwar ordentlich austeilen, jedoch nicht sehr viel einstecken. Das bedeutet, nehmt euch besonders in Acht vor Helden wie Bastion, der mit einem Kugelhagel auf euch losfeuern würde, oder von Helden wie Widowmaker, die euch mit einem gezielten Headshot außer Kraft setzen kann.